Trotz oder gerade wegen der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS wird die Bankenkrise weitergehen und die Probleme sich eher verschärfen. Und die Fed, die US-Notenbank, ist jetzt schon in Panik, wie wir an der gestrigen Aktion der Ausweitung der Dollar-Swaps, also der Zurverfügungstellung von Dollars an andere Zentralbanken, zeigt. Und ja, die Kritik an der Fed, die wird immer größer. Ich hatte kürzlich ein Video gemacht, wo ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt hatte und gesagt habe, das ist der Anfang vom Ende der Fed. Und die Kritik wird deshalb größer an der Fed, weil sie erstens die Inflation nicht hat kommen sehen, beziehungsweise sie selbst durch massive Liquiditätseinschübe in die Märkte mit verursacht hat. Erster Punkt. Dann, zweiter Punkt, hat man diese Inflation als transitory verharmlost. Das war ein Riesenfehler. Und dann hat man, weil man diesen Fehler erkannte, eben, soll man den Kragen richten, meine Damen und Herren, weil man diesen Fehler erkannt hatte, hat man eben dann die Zinsschraube ganz, ganz schnell und heftig angedreht. Und damit hat man diese Probleme im Bankensektor verursacht, die man auch nicht wirklich erkannt hatte, kurz bevor die ganze Geschichte losging in diesem Bankensektor mit der Pleite von Silicon Valley Bank. Hatte Paul noch gesagt, ja, higher for longer bei den Zinsen, und ja, vielleicht schauen wir mal, wie die Daten reinkommen. 50 Basispunkte Schritt jetzt am kommenden Mittwoch. Also das ist schon ein multiples Versagen und dementsprechend wird die Kritik größer. Und diese Rettung jetzt, die man vermeintlich unbedingt ja vor Börseneröffnung im Asien jetzt am Sonntag wieder veranstaltet hat, die wird ein Bumerang, die wird nach hinten losgehen. Warum, will ich gleich zeigen. Zunächst hier 3 Milliarden Franklin, 3,3 Milliarden Dollar hat die UBS offenkundig jetzt bezahlt für die Credit Suisse, dabei noch ein bisschen staatliche Unterstützung bekommen, so oder so. Für den Bankenstandort Schweiz ist das ein Riesenthema. Die zwei größten Banken fusionieren des Landes. Damit werden viele Jobs überflüssig, weil ja die Banken ähnliche Strukturen haben. Ich brauche nicht sozusagen eine Abteilung doppelt. Da werden circa 9.000 bis 10.000 Jobs dann auch erstmal wegfallen. Und hier die Frage, zunächst mal wollte die UBS ja nur 1 Milliarde bieten, dann sind es 3 geworden. Warum, wurde er hier gefragt, der neue Chef, nämlich Hamers. Er sagte, ja, wir geben normalerweise Dinge nicht aus der Hand, aber diesmal schon. Der politische Druck war natürlich riesig. Die Regierung in der Schweiz wollte eine Lösung. Die Amerikaner haben sich aktiv eingeschaltet, dazu gleich mehr. Und dann eben diese Liquiditätsaktion durch die Fed, die vorher ja schon massiv Liquidität angeboten hatte durch ihr Discount Window, also praktisch eine Art Notfallzugang zu Dollars für Banken. 400 Milliarden hat man da praktisch zur Verfügung gestellt. Wer übrigens Dienstag letzter Woche, 14. März, noch bullish war auf Credit Suisse, war Jim Cramer. Sie ahnen es, der zweitbeste Trader der Welt, von hinten gesehen, der natürlich wieder dabei war, als es darum ging, hier Credit Suisse zu empfehlen. Die Anleihehalter und die Aktienbesitzer, das sind diejenigen, die jetzt richtig auf die Mütze kriegen, nämlich die Anleihehalter von sogenannten Nachranganleihen, sogenannte Coco-Bonds. Das sind 16 Milliarden, die nun mal plötzlich wertlos geworden sind. Die sind weg. Da sind natürlich auch deutsche Banken Halter dieser nachrangigen Anleihen. Insgesamt Exposure zu Credit Suisse, französische und englische Banken, dann deutsche Banken in dieser Reihenfolge, was das Risiko betrifft. Jedenfalls, dieses Geld ist komplett futsch. Wer also da so eine nachrangige Anleihe gekauft hatte, der ist platt, der ist praktisch sein Geld los, denn diese Anleihe ist wertlos. Und dadurch, dass die UBS nur 3 Milliarden zahlt, haben wir praktisch einen Rückgang vom Freitag des Aktienkurses der Credit Suisse um knapp 70%, 66%. Das heißt, die Aktienbesitzer werden auch geschröpft, also nachrangige Anleihehalter und Aktienbesitzer werden massiv geschröpft, und das führt zu Kollateralschäden. Aber schauen wir uns zunächst mal die Aktienhalter an. Wer hat denn da maßgeblich was im Feuer bei der Credit Suisse? Diese Saudi National Bank, deren Präsident letztendlich den Stein so unbedingt ins Rollen gebracht hatte, als er sagte, nee,
Wir werden hier nicht nachschießen, dann kann Qatar Investment Authority, also praktisch der katarische Staatsfonds, der hat knappe 7%, die Saudis knappe 10%, dann kommt schon BlackRock mit 4%. Dann sehen wir da auch die Norges Bank, das ist praktisch der Staatsfonds Norwegens. Also die werden alle ein bisschen bluten. An 11. Stelle übrigens die Allianz, die dann wohl auch ein bisschen was abschreiben muss. Also das ist ja jetzt natürlich auch der Konstruktionsfehler, diese Rettung. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es hätte anders machen können. Aber Fakt ist natürlich, wenn man sieht, okay, da wird der Aktienkurs wie bei der Silicon Valley Bank, praktisch der wird wertlos. Und dann erwischt es die Aktionäre. Und jetzt haben wir bei der Credit Suisse noch das neue Thema mit diesen nachhaltigen Anleihen. Das heißt, alle flüchten aus diesen nachhaltigen Anleihen, alle flüchten aus den Aktien von Banken, weil man sich sagt, naja, im Zweifel bin ich der Gelackmeierte. Im Zweifel zahle ich dann die Zeche. Bye-bye to 81 Investors. Also das sind die Käufer eben dieser nachrangigen Anleihen. Und dementsprechend sehen wir die Bankenaktien in Asien schon deutlich unter Druck. Vor allem die Tier-1-Dollar-Bonds sind unter Druck. HSBC in Hongkong, wie sie alle heißen. Und das Einzige, was jetzt wahrscheinlich helfen würde, wäre alle irgendwie zu versichern und alle irgendwie zu entschädigen, aber das geht natürlich wahrscheinlich nicht, aber dadurch entsteht jetzt auf dieser Seite praktisch die Panik, nämlich bei den Aktienhaltern und bei den Anleihenhalter, 81 Holders, eben diese Coco Bonds. Hier sehen wir, wie das Ganze jetzt in Asien eben schon nach unten geht. Hier sehen wir mal einige Banken, Macquarie Bank, die australische, dann sehen wir Bank of East Asia, wie sie alle heißen, die jetzt deren Bonds, deren nachrangigen Bonds massiv unter Druck sind, auch die Aktienkurse unter Druck. Wie gesagt, man ahnt jetzt, okay, wenn ich als Aktionär einer Bank hier nicht rechtzeitig rauskomme, dann ist das vielleicht alles wertlos. Und noch am Sonntagabend haben die EZB, die Fed und andere Zentralbanken, 6 Stück glaube ich, Bank of England, Schweizer Nationalbank, haben sich geeinigt auf einen neuen Dollar-Swap. Der wird jetzt sozusagen täglich angeboten. Also die Fed stellt mit anderen Worten täglich Liquidität zur Verfügung, Dollar-Liquidität, und normalerweise laufen diese Geschichten eine Woche. Also die Fed leiht etwa der EZB für 7 Tage Dollars und dann zu einem bestimmten Wechselkurs. Nach 7 Tagen wird das Ganze dann wieder rückabgewickelt und die Fed vereinnahmt die Zinsen. So läuft das Spiel. Die EZB wiederum kann dann diese Dollars an Banken im Euroraum weitergeben, die eben Dollarbedarf haben oder die schlichtweg zu wenige Dollars haben. Interessant übrigens auch, dass die Schweizer jetzt hergehen und sagen, naja, das Ganze ist ausgelöst durch eure Bankenkrise, liebe Amerikaners. Eure Regionalbanken sind doch abgeschmiert. Deswegen haben wir jetzt das Problem. Naja, das ist vielleicht ein bisschen wahr, aber nur ein bisschen, denn die Credit Suisse hat natürlich eigene Themen, die besonders krass sind, aber alle anderen Banken haben ja ähnliche Themen, eben mit den Verlusten in Anleihen, die in ihren Depots schlummern und die sie, wenn eben Gelder abgezogen werden, durch Kunden realisieren müssen. Und Hannes Zipfel sagt hier zu Recht, dass eben hier die Anleihegläubiger und Aktionäre hier die Gelackmeierten sind. Grandiose Rettung, who's next? Wer ist der Nächste? Und diese Frage stellt man sich eben natürlich jetzt auch am Markt. Und erinnern wir uns, Juni 2017 hat Janet Yellen noch gesagt, ich glaube nicht, dass wir in unseren Lebzeiten nochmal eine Finanzkrise sehen. Das ist jetzt eine Finanzkrise. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Dann haben Paul und Yellen auch gesagt, Liquidity of US Banks is strong. Genau deswegen macht man ja diese Maßnahmen. Deswegen sind ja 3 US-Banken pleite gegangen, weil eben die US-Banken so unglaublich stark sind natürlich. Also da ist ja schon natürlich klar, was wirklich der Fall ist, und alle durchschauen das, auch wenn natürlich nachvollziehbar ist, dass man hier beruhigen will, die Gemüter. Und Biden hat dann wohl auch Kontakt aufgenommen und Regierungsvertreter sind nach zu Warren Buffett geflogen und haben ihn um Rat gefragt.
Man hatte offenkundig gehofft, dass Buffett da wie einst dann sich beteiligt, Geld reinschießt und dann wieder großartige Geschäfte macht, wie das so oft in der Vergangenheit war. Bisher ist das jedoch nicht passiert. Jetzt hatten wir schon am Freitag einen Artikel in dem Wall Street Journal, der sagt, die Probleme, die die pleitegegangene Silicon Valley Bank hatte, die haben 186 andere Banken in den USA auch. Also das ist ein Riesenthema, ein Riesenrattenschwanz, der da dran hängt, weil natürlich alle ähnliche Probleme haben. Natürlich hat die Silicon Valley Bank vielleicht ein bisschen hier zu stark auf Risiko gespielt, wurde dadurch auch von der Fed mal verwarnt, wie jetzt kürzlich rausgekommen ist, aber dann ist wieder nichts passiert. Das sorgt jetzt wieder für Kritik, auch an der Fed. Und Peter Schiff sagt, das US-Bankensystem ist am Rande eines größeren Kollapses als 2008. Banks own long-term paper, die sie gekauft haben, also die haben Langzeitpapiere gekauft, haben Assets gekauft, die eine sehr lange Laufzeit haben. Und das hatten sie gemacht, als die Zinsen eben ultra niedrig waren. Jetzt sind die Zinsen gestiegen, jetzt können sie nicht mehr konkurrieren mit Short-Term Treasuries, also mit Staatsanleihen. Also ziehen die Leute das Geld von den Banken ab und packen es zum Beispiel in die Staatsanleihen. Und deswegen sagt er, wird es eine Welle von Bankpleiten geben. Joseph Wang dagegen sagt, ach was, ist doch eigentlich alles ganz gut, es gibt nur ein paar faule Äpfel. Naja, da bin ich mir nicht so sicher, das wird sich erst rausstellen, ob es nur ein paar faule Äpfel sind. Insgesamt haben wir ja dieses strukturelle Problem eben mit diesen Verlusten in der Bilanz. Jetzt müsste die Fed im Grunde hergehen, müssten die Notenbanken hergehen und alles versichern, sagen, alles ist gesaved, niemand verliert Geld, aber das ist natürlich dann, wie soll man sagen, nochmal Finanzakrobatik, weil der Staat sich dann immense Risiken aufhalst und praktisch so eine Art Versicherungsstaat dann darstellen würde. Hier sehen wir mal, was da in der Finanzkrise links passiert ist. Schlechtes Zeichen, wenn sozusagen die Banken so unglaublich abhängig sind von der Fed, um da noch Dollars zu bekommen. Jetzt sehen wir, dass in der letzten Woche eine viel größere Panik herrscht als auf dem Hochpunkt des Corona-Crashes. Das sagt so ziemlich alles, wie Jeffrey Snyder hier zeigt. Und hier sehen wir mal die Bilanzsumme der Fed. Letzte Woche um 300 Milliarden Dollar gestiegen. Damit sind 4 Monate des Quantitative Tightening, nämlich der Bilanzreduzierung, praktisch obsolet. Und hier sehen wir nochmal unten in dieser Grafik diese massive praktisch Ausleihe der Banken, die sich praktisch an die Fed wenden und sagen, wir brauchen ein bisschen. Und hier sehen wir mal Fed Discount Window Usage. Also das ist dieses Notfenster der Fed. Wenn ihr am Ende seid, dann könnt ihr uns bei uns nochmal ein paar Dollars bekommen. 15. März stand letzter Woche größer, deutlich größer sogar noch als eine Finanzkrise inzwischen. Dann Net Percentage of Banks, die ihre Kreditvergabestandards strenger machen, also weniger Kredite vergeben, höhere Anforderungen an Kreditvergabe stellen. Das ist hier das hellblaue, geht auch deutlich weiter nach oben. Also wir sehen, da ist durchaus extremer Stress im System und vor allem diese kleineren Banken, diese Regionalbanken, die sind so wichtig. Die sind vor allem im Commercial Real Estate Bereich wichtig, hatte ich schon letzte Woche gesagt. Also im Gewerbeimmobilienbereich, der meistens lokal organisiert ist, da sind diese Banken stark in Kreditvergabe natürlich engagiert. Und jetzt ist das Problem, wir kriegen diese Wirtschaft nicht mehr, die wir noch im Jahr 2019 hatten. Das heißt, Bürobedarfe nehmen ab, weil deutlich mehr von zu Hause gearbeitet wird. Also versuchen die Unternehmen, Banken, andere Firmen tendenziell ihre Büroflächen zu reduzieren. Das übt Druck auf die Preise aus. Und jetzt hast du gleichzeitig mit diesen Regionalbanken die Hauptfinanziers eben dieser Komplexe, etwa Bürokomplexe. 50% aller Kredite in diesem Bereich US Commercial and Industrial Lending, 60% des Residential Real Estate Lending, also praktisch des Privatimmobilienkredite, könnte man sagen, 80% Commercial Real Estate Lending und 45% Consumer Lending, also fast die Hälfte aller direkten Kredite gehen über die Regionalbanken. Wir sehen vor allem hier nochmal die Verteilung, die zeigt, wie zentral diese Banken sind und dass man sich eigentlich nicht leisten kann, sie pleite gehen zu lassen. Die Fed hat wieder gepennt. Jetzt gibt es Kritik, zum Beispiel an Mary Daly,
die extrem divers ist, selber lesbisch ist auch, aber schwamm drüber, die halt sehr woke ist in jeder Hinsicht und dort eben weggeschaut hat. Man wirft ihr mangelnde Kompetenz vor, dass sie eben in San Francisco, sie ist ja die Fed-Chefin von San Francisco, dass sie da im Prinzip überhaupt nicht hingeschaut hat. Jetzt wird auch der Gegenwind für Jerome Powell immer größer. Nicht nur, dass er eben vor kurzem noch weitere Zinsanhebungen angekündigt hat, das Bankendesaster nicht gesehen hat, sondern jetzt sagt Elizabeth Warren, die linke Demokratin, ja, das hätte man doch sehen müssen, diese Geschichten mit Silicon Valley Bank und Signature. Und überhaupt habt ihr ja erst das Umfeld geschaffen, damit diese ganzen Probleme entstanden sind. Sie sind uns eine Erklärung schuldig. 11 Fragen hat sie dann schriftlich formuliert, die Paul bis zum 29. März beantworten soll. Also da geht es zur Sache. Und jetzt ist die Frage, was soll der gute Jerome machen, wenn er die Zinsen nicht anhebt oder gar senkt? Dann könnte das Panik verstärken. Wir sehen jetzt hier mal rechts die Fed Fund Futures. Da ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 0,25 jetzt bei 54,6%, dass nichts passiert bei 45,4%. Also eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit jetzt eingepreist, dass die Fed am Mittwoch die Zinsen um 0,25 anheben wird, als dass sie gar nichts tun wird. Aber es ist natürlich jetzt so, dass die Märkte jetzt beginnen, schon Zinssenkungen einzupreisen. Also dieses Motiv Higher for Longer ist aufgrund der jüngsten Ereignisse kaum mehr zu halten aus Sicht der Märkte. Das macht sich dann bei Staatsanleihen auch bemerkbar. Jetzt 3,32 die 10-jährige Anleiherendite im freien Fall, weiterhin die Renditen jetzt. Und das wirkt deflationär, wie Holger Cipic hier sagt, Michael Hartnett von der Bank of America sagt, also sell the rip in stocks, no equity capitulation. Der Markt sei noch zu gierig nach Zinssenkungen und fürchte sich noch nicht genug vor einer Rezession. Mal sehen, wie hier die Dinge rausgehen. Jedenfalls haben wir schon jetzt letzte Woche mal eine wichtige Trendlinie unterschritten und sind zunächst mal, hier sehen wir das, diese am 10. März, diese Trendlinie, die wir unterboten haben, kommen wir da wieder drüber. Jedenfalls die asiatischen Märkte zunächst mal leicht positiv gestartet, aber kaum kam Europa dann an den Start, ging es zunächst mal nach unten. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Jedenfalls ist da Nervosität ganz klar erkennbar, eben weil wir diesen Stress jetzt nach wie vor im Bankensystem haben, wegen den Aktionären von Banken und wegen den Anleihegläubigern von Banken. Und jetzt noch drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. DAX-Absturz setzt sich zum Wochenauftakt fort. Gibt es da kein Halten mehr? Was ist wichtig? Wo könnte es hinlaufen? Wo muss gehalten werden? Unterstützungen, wo könnte dann eine Erholung stattfinden? Erste Empfehlung, dann Bankenkrise. André Stagge sagt, das ist eher wie Bear Stearns und nicht wie Lehman Brothers. Auch sehr interessant. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung. Werden die Kollateralschäden durch das Umsteuern der Notenbanken zu groß? Das Big Picture in einem hervorragenden Artikel. Also die drei Empfehlungen zum Wochenbeginn, meine Damen und Herren. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.